Heidi-ho! Herzlich willkommen zurück zu unserer Show. Genau, ich stehe noch mal kurz auf. Ich muss mir einen Schluck zu trinken. Ja, ja, stärk dich. Das brauchst du. Ich möchte, das sage ich nicht laut, ich kenne eine Person, eine Arbeitskollege, okay. Der auch wirklich, der nimmt eine Flasche Wasser, ich nehme jetzt einen Schluck hier, Schluck runter und dann, jedes Mal. Boah, ey, ne? So, aber ich sag nicht, wen ich meine. Scheiße. Wir machen mal einfach weiter. Ja, der Einzige, der es weiß, ist jeder Mitarbeiter von dir. Ansonsten. Weiß ich nicht. Das ist so eine. Aber ich glaube, Beobachtung, das fällt nicht unbedingt. Also. Aber ich glaube, das ist auch wirklich vielleicht für denjenigen, der sowas macht, etwas Psychologisches. Vielleicht, dass er dann denkt, wirklich, dass ihn das mehr erfrischt, wenn er das macht. Ja, so wirklich, das ist ja eine reine Werbegeschichte, ne? Also so, das ja, macht weiß man ich nicht. Also manchmal, wenn ich richtig Durst habe und dann halt so ein. Ich hab komplett verlaufen. Ja, du bist nach links gegangen, du musst nach rechts. Ein nach oben, dann zum Trank. Ich will ja meinen Trank sagen. Achso, ja, ich habe nicht aufgepasst, ja. Sowieso. Aber wenn ich irgendwie so, wenn es gerade richtig heiß draußen war und ich dann was super Kaltes zu trinken, dann was irgendwie habe, eine Flasche Wasser oder sowas, da mache ich danach dann auch irgendwie so ein. Ach. Aber das ist dann aber auch weniger so ein. So dieses Werbe. Ach. Und dann meistens dann eher so mit 1000 Rülpsen dazwischen irgendwie. Jetzt kommt's, ich hatte Peter angewählt. Deswegen, und der ist ja gerade verreckt. Deswegen hatte ich meinen Trank nicht übrigens. Ach so. Das erklärt auch einiges. Peter hat die Fackel einfach genommen. Der Wichser. Hier, Asim nimmt jetzt erstmal hier das Schwert. Das Messer. Asim, der alte Messer-Typ. Ein bisschen Counter-Strike-Feeling kommt da auf, oder? Knives only. Ja, so ungefähr. Oh. Du kannst die Fackel nicht essen. Du hast übrigens recht gehabt. Ich hätte das Messer von Peter rüberholen können vorhin. Ja. Wie gesagt, mit dem Gameplay selber kenne ich mich ja noch ein bisschen aus. Jetzt kommt ein Gegner. Mit Bravour, Jan. Rechts unten ist ein Hit-Counter, oder? Neben der HP-Anzeige ist das ein Hit-Counter, weil da stand gerade der Wert 2. Vielleicht muss ich das die ja doch zweimal treffen sehen. Ich dachte die ganze Zeit, ich müsste die nur einmal treffen, aber... Die Leute, nee, die musst du öfter treffen. So, jetzt bewegen wir uns Richtung Fruchtweg. Ein Gegner kommt jetzt noch. Achte mal bitte drauf, ob jetzt, wenn ich ihn treffe, ob da so eine Zahl erscheint. Mhm. Na komm her, komm. Du willst es doch... Oh. Komm schon! Er ist zu intelligent für dich. Kann nicht wahr sein. Nee, stand nur da stand 2, einfach nur. So. Vielleicht sind das deine XP. Kann natürlich auch sein. Aber ich glaube nicht, dass du wieder auflevelst. Okay, auf geht's. Jetzt haben aber alle mehr Leben. Das ist dann doch gameplay-technisch eigentlich sogar ganz interessant, finde ich. Ich frage mich nur, das Spiel gab's ja auch für den NES sogar. Echt? Ob das einfach genauso war und. Ich kann die Spieler wechseln! Ja, das wusstest du nicht. Das wusste ich nicht. Deswegen ist der Pfeil doch da unten, damit du siehst, welchen du spielst. Ja, ich dachte, wenn ich sterbe, nehme ich automatisch einen, ne? Also sozusagen, aber wie überrascht ich war. Wow. Ich dachte, das wusstest du schon. Ich habe heute auch was Neues gelernt, dass man in Team Fortress 2 vollkommen off-topic, wenn man die Tab-Taste gedrückt hält, nochmal so ein extra Ausrüstungsmenü öffnet, sich so ein kleines, statt wie das normale mit der M-Taste. Mhm. Ist das nicht Wahnsinn? Und ich spiele Team Fortress seit 7 Jahren. Kannst du mal sehen, man lernt nie Jahren. Aus. Ja, man lernt nie aus, ja. Ja, wo... Was ist denn jetzt los? Ja, anscheinend gibt es irgendwo noch einen Gegner. Oder ich muss auf Peter wechseln und er muss dann sterben. Ah, da ist der Gegner. Ha? Er ist auf jeden Fall tot trotzdem jetzt, glaube ich. Oh Mann. Du bist nicht schwer verwundet. Ich habe dich doch voll gerettet. So, jetzt gucken wir mal. Wenn ich jetzt wieder mit einem HP da rausgehe, dann raste ich aber aus. Ich muss den fucking Ring noch aufsammeln. Was ist eigentlich, wenn ich... Wie, er sieht nicht zum Mitnehmen. Ich stehe doch genau da oben drauf. Nee, er hat den doch genommen. Ach so, ah. Ja, ich muss sie auf jeden Fall mindestens zweimal treffen. Hm. Oder? Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube schon. Pass auf, Araber! Ich werde mit dem Schwert einfach nur in die Luft schlagen und wenn du dagegen läufst, das ist deine eigene Schuld. Oh, das ist Movement. Oh. Oh. Habt ihr das gesehen? Das gucken wir uns nochmal in der Zeitlupe an. Nein. YOLO SWAG! Jolbe, mein Freund.
So, die alte Oma informiert uns wieder über die geschichtliche Entwicklung. Wieso habe ich nur 33? Hat mich noch einer von denen berührt, von den Oschis? Weiß ich nicht, vielleicht bei dem, an dem du vorbeigedriftet bist. Kann natürlich sein. Und ich glaube, ich schnappe mir jetzt hier von Anfang an... Suche auch mal vielleicht. Das ist eine gute Idee. Vielleicht finde ich dadurch ja den Bogen. Ich nehme jetzt aber erstmal ein bisschen HP zu mir. Du bist geheilt. Ein Wunder. So, jetzt suche ich mal. Ne, die Hadrianswall. Oder den Hadrianswall, sonst nichts. Ja, dann würde ich sagen, laufe ich mal weiter. Und jetzt werde ich zusehen, dass ich diese blöde Wache wegbekomme. Vielleicht wird die erst getriggert, dadurch, dass ich diesen Köcher aufsammle. Mhm. Und muss den vielleicht auch... Nee, der kommt... Nee, okay, jetzt werden sie erst getriggert. Ja. Bam. Oh, lass es den richtigen Weg sein. Oh nein. Oh oh. Oh nein, nein. Oh. Jawohl. Robin, ich höre Geräusche von Norden. Ich höre auch von hinten und von vorne welche, muss ich sagen. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder so ein Ambush, oder? Nee, aber die Gegner sind weg. Ja. Wenn das mal nicht genial war. Du hast das Spiel einfach im Griff. Ja, hier. Jetzt gehe ich nach Norden. Wahrscheinlich wieder in den Hinterhalt, oder? Ich denke auch. Ich meine, hier oder du triffst da... Ah, da ist der Bogen. Bogen! Das ist Little John wahrscheinlich, oder? Nee, oder? Oder das ist der Sheriff? Ich bin Guy von Gisborne, der Cousin des Sheriffs. Oh. Oh, ich glaube, das ist wieder so ein Fechtduell, oder? Töte die Männer! Ah, nee. Okay, ist doch wieder so eine Schlacht. Ja. Oh Gott. Das läuft aber gerade so semi-optimal, ne? Ja, noch hast du aber genug. Ja, das ist die Rücken-Rücken-Taktik aus Army of Two. Wer dieses grandiose Koop-Spiel kennt für die Xbox oder ich glaube auch für PS3 erschienen, kann ich jedem nur ans Herz legen, aber auch wirklich nur zu zweit. Kenn ich nicht. Da gibt es dann so einen Rückenmodus, wo man dann so ein bisschen rauschmäßig Rücken an Rücken sich stellt und dann im Kreis rum sich ballert. Robin und findet einen Truhenschlüssel. Ja, gut. Zwei Beute Gold, eine Lederrüstung. Geil. Unsere Wege werden sich noch einmal kreuzen, Loxley, und dann wirst du bezahlt. Ja. Wir gucken mal, wer hier bezahlt. Denn jetzt habe ich einen Bogen. Und so. Ich bin der größte Bogenschütze der Welt. Nach Arrow, dem Green Arrow. Eine super Serie. Robin Hood war besser als Arrow. Hallo? Lol. So, der Thronschütze ist anscheinend ein Item im Menü. Das wusste ich auch nicht, dass das Items sind. Die Lederrüstung ist schon angelegt. Ja, die habe ich gerade angelegt. Ach, ist das der Bogen? Nee. Wo ist denn jetzt der Bogen? Hat vielleicht. Ach, den hat bestimmt Azim, weil mein Item voll, mein Dings voll war. Da ist er. Azim hat auch den Apfel da. Der aussieht, ich finde ja, der Apfel sieht aus wie ein Herz. Für den Bogen braucht man beide Hände, ja. Dann musst du alles erstmal ablegen. Oh, dann gibt doch Azim mal genau. Zwei Schwerter. Azim kriegt jetzt erstmal ein richtiges Schwert hier. Ah, oh, so. Ich tausche ihn nochmal, er soll nämlich das eine Kuhle in der rechten Hand haben. So macht man das. Jetzt tausche ich die Fackel mit dem Bogen. Lege den Bogen an. Und jetzt schauen wir doch mal. Ob ich jetzt hier Fernkampf... Oh, der alte Mann kommt wieder nicht zurecht mit dem Menü. Yay! Yeah. Und vor allen Dingen... Aber da steht jetzt nicht, ob du Pfeile verlierst, ne? Ja. Ich mache jetzt erstmal Folgendes doch nochmal. Ich gucke auf die Karte. Mm. Ganz verrückt. Und schau mal nach, wo ich lang muss. Ja, nach oben, dann links, ne? Oder nach oben, dann rechts. Auf jeden Fall nach oben. Ja, gehen wir mal nach oben. Vielleicht, da ist die Truhe. Oh, eine Truhe. Und vielleicht Little John, oder wer steht da? Ich hoffe, es ist ein Freund, aber ich kann durch die Truhe durchlaufen. Der steht da ja einfach nur, deswegen denke ich mal. Hab Dank, dass du mich von Nottingham's Schergen gerettet hast. Ah, das ist mein Land und sie haben hier nichts zu suchen. Genau, verziehen sie sich. Mein Vater, John Little. Ich kann dem Plot so nicht folgen, Jan, wenn du einfach immer ja, weiter gibst. Ja, er geht weg und sucht jetzt irgendjemanden und sowas, ne? Aber was ich jetzt erstmal... Mach mal suchen oder schauen. Sieht ein verschlossenes Tor. Ja. Ja. Schauen und suchen ist, glaube ich, echt das Gleiche. Nicht nehmen. Vielleicht muss ich dir jetzt meinen Schlüssel in die Hand Spieler nehmen. Ja, und dann in die Hand nehmen, ja. Oh, meine Güte. So, Schlüssel in die Hand. Ja, Leute, ich mache das gerade alles wirklich mit dem D-Pad. Das ist unglaublich... Ach wirklich? Ich dachte, das ist nur eine sehr langsam eingestellte Maus mit da dran. So, wir suchen nochmal. Nehmen. Ich will den Inhalt nehmen. Ja, oh Gott. Kannst du auch nicht mit deinem Action-Button da dran gehen? Nee, vielleicht im richtigen Winkel so, aber...
Vielleicht, ach warte mal, vielleicht habe ich die Truhe ja schon geöffnet. Ne, sie ist ja noch verschlossen. Ja. Also ich drücke jetzt wirklich jede verdammte Taste. Wie öffnet man eine Truhe? Das gibt's doch nicht. Vielleicht geh mal wieder aufs Spielermenü, bleib da mal neben der Truhe stehen. Oder vor der Truhe oder so, ja. Bleib mal so stehen und dann aufs Spielermenü. Ja. Das war nicht das Spielermenü. Danke. Und jetzt Truhe guck mal, ob du irgendwie vielleicht ist dieses Ausschütten Symbol ein Benutzsymbol. Links unten, neben den Füßen. Ah ja. Ich versuch's dass mal. Dass er den Schlüssel damit hat. Ja. Einen roten Trunk habe ich gefunden. Bam. Und den Schlüssel darfst du behalten. Ja, toll. Ich behalte ihn erstmal. Ja, sieben. Pass auf ihn auf. Es ist anscheinend ja ein ganz normaler Trank, ne? Wie die anderen. Ja, ist ein zweiter Trank da vorne. Ja, dann würde ich sagen. Den Bogen wieder. Ah, danke. Das wäre ich quasi ohne Schutzlos, Waffen. Schutzlos, komplett. Ja. Aber mit einem Leder-Brustpanzer. Der ist natürlich Gold wert in so einer Situation. Ich glaube, der ist eher Leder wert. Danke. Ach, warte, der Trunk lag noch auf dem Boden. Jetzt habe ich ihn erst. Hier oben geht's ja gar nicht weiter. Das heißt, ich muss zurückgehen. Und nach links, oder? Ja. Sieht so aus. Außer du kannst den Baum hochklettern. Oh Gott, da sind wieder Feinde, oder? Ich würde da mal mit rechnen, ja. Oh, und das ist wieder so rechtslastig. Die kriegst du kaum getroffen. Wie gut, dass ich weiter Pfeile sammle. Ah ja, da kann man raus aus dem Bildschirm. Yay! Jan, ich bin so stolz auf dich. Danke. Ha! Den habe ich mal ordentlich durch die Löcher. Ja. Das ist, ich kann nur sagen, ich glaube, das ist eine der besten Gegner-AIs, die ich jemals gesehen habe. Ja, auf jeden Fall. Also, da kommt kaum was ran. Ja, die Karte ist relativ kompliziert, muss man sagen. Ich glaube, ich kann tatsächlich nur gerade ausgehen. Ich glaube, du musst nach oben. Ja. Ich gucke nochmal, ob hier unten vielleicht ein Item versteckt ist, aber ich habe immer Angst, dass ein Gegner spawnt und irgendwas super, super schlecht läuft. Ja, ich kann ja mal suchen in der Map hier. Ist im Wald von Sherwood. Er sieht nichts Interessantes so. Ist eine Ansichtssache, ne? Ja. Vielleicht ist da ja ein Uhu. Kann auch sein. So, ab in die nächste Map. Ein Untergrund. Wir sind fast da. Gleich hinter diesem Hügel liegt die schönste Burg in ganz England. Daraus könnte man einen WDR-Burgencheck machen, oder? Ein bisschen Medienkritik muss in jeder Folge, würde ich sagen. So. WDR, was ist denn das? Nichts Besonderes. Auf welchem... aus welcher Url ist denn das? Ich suche mal wieder im Untergrund. Aber auch hier sieht man nichts Interessantes. Oh, wir sind gleich bei der Burg Locksley. Genau, ich schaue nochmal, ob ich hier irgendwo noch ein Item finde. Ich bin ja ein bisschen tranksüchtig gerade. Ob ich als Kind gereilt habe, dass man Tränke nutzen kann? Ich dachte gerade, dass sich das alles nur loopt im Hintergrund. So, da die Frage kann ich dir übrigens nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie schlau du als Kind warst. Ja. Aber von... also... Davon aber mal abhängig, was für ein erwachsener Mensch du geworden bist, würde ich sagen, ziemlich dumm. Ach du Scheiße. Sind das Wildschweine? Löwen? Keine Ahnung, die haben mir zum Glück nicht so viel abgezogen. Ich gehe mal kurz... Nee, ich gehe jetzt nicht nach draußen, sonst würde ich spawnen. Bestimmt draußen hing einer an der Tür. Ja, das war, glaube ich, dein Papa, oder nicht? Ist das nicht eine Kirche oder sowas? Nee, das ist die Burg Locksley. Ich glaube, da also ist jetzt dein Vater. Ich dachte, das wäre nochmal so ein Subgebäude von der Burg. Weil dann, wir waren ja, glaube ich, erst im Innenhof, weißt du? So, weiß ich nicht. Aber ich meine, das ist der Vater gewesen von Robin. Ich schaue jetzt auf jeden Fall erst einmal auf den Plan. Ah, eine Sackgasse. Wahrscheinlich einfach nur ein bisschen in Norden gehen. Genau, ich hoffe, hier gibt es ein Item wenigstens. Sieht nicht so aus. Vielleicht musst du suchen. Nein, schade. Du bist in Burg Locksley. Ja. Ich wollte draußen mich eigentlich nochmal umgucken, aber was soll's. Vielleicht ist das ja hier jetzt auch schon aufregend genug. Und außerdem den Inventarplatz ja schon aus einem Leben. Ja. Und wir wissen immer noch nicht, wie viele Bögen ich habe, wie viele Pfeile ich habe. Ja, dann gehe ich jetzt einfach weiter nach oben. Was wird mich erwarten? Eine Fledermaus. Mit Fledermäusen hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich weiß gar nicht, ob ich die so inflationär nutzen darf. So, aber Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon am YouTube-Countdown bemerkt. Countdown, also am Timer.
ich drücke jetzt auf Start. Oh, du bist so Meta, Jan. Ja. Ich drücke jetzt auf Start, genehmige nur noch einen Schluck Cola. Ein Schluck gerade. Schluck. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wollte eigentlich ehrlich gesagt noch eine Folge machen, weil ich ein bisschen angepisst war. Aber jetzt habe ich einen Lauf, ich spüre das. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir die Geheimnisse von Burg Loxia ergründen. Und ich verspreche euch, vielleicht komme ich so weit, wie ich damals als Kind war. Ich habe noch ganz genau Erinnerung, dass nach einer gewissen Szene man ein Pferd über Hindernisse reiten muss. Das war schwierig. Und wenn man das schafft, wird es danach noch schlimmer. Wahrscheinlich. Und das wollen wir doch noch gemeinsam ergründen. Also schaltet wieder ein. Ich bin gespannt. Ich bin sowieso die ganze Zeit nur komplett erstaunt darüber, wie weit du schon gekommen bist. Ja, oder? Unglaublich. Bis dann. Baba.